Darf ein Hotel einem bekennenden Neonazi Hausverbot erteilen? Diese Frage beschäftigte heute das Frankfurter Landgericht. Angerufen wurde es vom NPD-Bundeschef Udo Vogt, dem ein Hotelier in Bad Saro den bereits gebuchten Aufenthalt verwehrt hatte, aus politischen Gründen. Das ist der bundesweit erste Fall dieser Art, der vor Gericht landet. Ohne Sicherheitsüberprüfung kommt heute niemand ins Landgericht Frankfurt-Oder. Hoher Aufwand für die wohl kürzeste Verhandlung des Tages. Angesetzt sind 15 Minuten. Das Gericht muss in einem Präzedenzfall entscheiden. Der NPD-Bundesvorsitzende klagt gegen Hausverbot in einem Hotel. Nun, es geht hier um Vertragsfreiheit auf der einen und Persönlichkeitsrechte auf der anderen Seite, also Vertragsfreiheit des Hoteliers, der hier ein Hausverbot ausgesprochen hat, und Persönlichkeitsrechte auf der anderen Seite, also des Gastes, hier des NPD-Vorsitzenden Vogt. Schon zweimal ist der NPD-Chef in dem Hotel zu Gast gewesen, beide Male als Privatperson ohne Beanstandung. In beiden Fällen hat das Hotel zu spät erfahren, wer sich da angemeldet hat. Sonst wäre das Hausverbot schon früher erteilt worden. Vor Gericht ging es heute um ein abgesagtes Urlaubswochenende im Dezember 2009. Hier geht es ja nicht nur um eine nach innen getragene politische Überzeugung, sondern Herr Vogt ist eigentlich einfach dafür bekannt, dass er nicht an sich halten kann, sondern eben seine politische Überzeugung auch auslebt und auch in einer Form auslebt, die strafrechtlich relevant ist. Doch ist ein Hausverbot mit dieser Begründung berechtigt? Für Vogt ist das Diskriminierung. Das Hotel schreibt, Vogts Anwesenheit verhindere ein exzellentes Wohlfühlerlebnis. Das ist nun absolut absurd, da ich ja mehrfach vorher in dem Hotel war und auch schon in anderen Hotels gewesen bin und mir es noch nie passiert ist, dass einem das Wohlfühlgefühl gestört hat, wenn Udo Vogt anwesend war. Doch ist es wirklich so absurd, dass sich Hotelgäste gestört fühlen könnten, wenn sie mit einem Mann an einem Tisch sitzen, der Hitler für einen großen Staatsmann hält? Das Hotel fürchtet, dass andere Gäste wegbleiben. Mit dem Hausverbot für Udo Vogt soll das verhindert werden. Hausverbot ist ja in dem Sinne nicht wirklich ein drastischer Schritt, sondern es ist ja irgendwo ein Mittel, das Hausrecht in Anspruch zu nehmen, was ein Hotelier auch haben sollte. Und natürlich waren unsere Beweggründe, ich wiederhole mich natürlich, wenn ich das jetzt sage, dass es im Primär darum geht, jetzt nicht diese Person auszugrenzen, sondern für das, was er steht. Keine Unterkunft, kein Bad und keine Massage für den NPD-Chef. Denn die Klage wäre abzuweisen, so lautet schon heute das vorläufige Beratungsergebnis des Gerichts. Ein gültiges Urteil soll es am 22. Juni geben.